Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Ramona und das ist mein Kanal Bin Stempeln. Ja, und heute geht es alles um das Thema Halloween und ich muss gleich zu Beginn sagen, ich habe dieses Jahr kein aktuelles Halloween-Stempelset. Das hat genau zwei Gründe. Zum einen wollte ich einfach mal Resteverwertung machen, was das Designerpapier angeht, weil das möchte ja auch mal verbastelt werden. Und zum anderen habe ich letztes Jahr ziemlich viele Geschenktüten gebastelt für die Kinder hier in meinem Ort, wo ich wohne. Und ich weiß nicht warum, aber letztes Jahr hat kein einziges Kind zu Halloween geklingelt, was ich sehr schade finde. Ich vermute mal, das hat was mit Corona zu tun gehabt, aber ich weiß es natürlich nicht genau. Und deswegen habe ich mir überlegt, die Geschenktüten aus dem letzten Jahr nochmal neu zu bestücken und hoffe natürlich, dass dann dieses Jahr ein paar kleine Kinder hier Süßes oder Saures schreien, damit ich die einmal weitergeben kann. Genau, und aus dem Grund habe ich kein Stempelset mehr gekauft, kein aktuelles. Die findest du aber natürlich, es gibt Stempelset in dem Mini-Katalog Juli bis Dezember auf der Seite 56 und 57. Da gibt es zwei Halloween-Stempelsets. Das eine nennt sich Scary Cute. Das sind so Schattenstempel kann man damit machen. Und das andere nennt sich Bewitching. Das ist einmal dieser Hexenhut mit den Hexenbeinen. Und da gibt es eine Elementstanze dazu, mit der du dann den Hexenhut mit ausstanzen kannst. Du kannst ja den also den Katalog online bei mir angucken. Da besuch mich gerne mal auf meiner Seite. Da ist dann der ganze Mini-Katalog nochmal kostenlos zum Anschauen drin. Genau. Und ja, jetzt zeige ich dir erstmal die Verpackung, denn heute sind so ein paar kleine haarige Tierchen von meinem Basteltisch gehüpft. Und da habe ich gedacht, da mache ich doch gleich mal eine Halloween-Verpackung draus. Genau, also es ist eine kleine Kissenschachtel geworden. Und hier oben drauf, da sitzt eine kleine Spinne. Genau. Das ist die eine Variante. Also hier habe ich jetzt altes Designerpapier, wie gesagt, verwendet mit den Totenköpfen drauf. Hier habe ich noch mal eine Variante mit aktuellem Designerpapier. Das ist, glaube ich, bei den Landhauskaros mit drin, aber ich schreibe es euch hier noch mal hin, wie das jetzt genau heißt. Und dann habe ich das Ganze noch mal ausprobiert mit der Mini-Versandtasche. Das ist die hier. Da kann man, glaube ich, auch die Spinne ein bisschen besser erkennen. Also die hat hier vorne so zwei Fangzähne, dann den Körper. Genau, und hier passen jetzt zum Beispiel zwei Schokoriegel rein. Das würde natürlich auch gehen. Aber heute dreht sich alles um diese kleinen kreativen Kissenschachteln oder auch Pillowboxen genannt. Und da gibt es eine Stanzform von Stamping Up. Die zeige ich dir mal. Das ist einmal diese hier und ich habe das Ganze schon mal ausgestanzt, damit du das besser sehen kannst. Also es ist einmal diese Kissenschachtel, die hat dann auch schon die vorgefertigten Falzlinien, die du nur noch nachziehen musst. Und für den Deckel kannst du nochmal Zierelemente, hast du mit dabei, die du dann hier einstanzen kannst. Dann hast du noch zweimal die großen Blumen und zweimal die kleinen Blumen und drei Etiketten mit dabei. Was ich jetzt hier vergessen habe, mit drauf zu machen, ist einmal diese Stanzform. Damit kann man kleine Löcher ausstanzen, damit du den Deckel auch gut verschließen kannst. Die werden wir heute auch nutzen. Genau, also das wäre dann die Stanzform kreative Kissenschachtel. Wenn du die nicht haben solltest, aber Interesse daran hast, wie du dir deine eigene Kissenschachtel oder Pillowbox selber anfertigst und zwar in größere Versionen, dann schreib mir doch einfach mal in die Kommentare rein, ob dich so ein Video interessieren würde und dann zeige ich das natürlich gerne und zwar, ich zeige das mal als Beispiel. Ich habe jetzt hier eine wesentlich größere Kissenschachtel gebastelt, die hatte ich jetzt noch kurz vor dem Video kurz zusammengebaut. Da darf man jetzt noch nicht so genau hinsehen, die ist nicht so genau gearbeitet. Und die ist natürlich wesentlich größer wie jetzt diese Schachtel. Und wie man sowas macht, da braucht man eine Schablone. Und wenn du einmal weißt, wie man so eine Schablone anfertigt, kannst du die immer wieder verwenden.
Also die Schablonen kann man dann irgendwo in den Schrank räumen und wenn du dann so eine Box brauchst, nimmst du dir einfach die Schablone und dann ist die ratzfatz gewerkelt. Ja, also wie gesagt, schreib mir einfach in die Kommentare, ob dich mal so ein Video interessiert. Ich persönlich finde es ganz gut, denn als ich diese Schablonen noch nicht gemacht habe, da hatte ich mir dann immer halt irgendwelche Hilfsmittel suchen müssen, was diese Rundung betrifft. Also entweder ein Glas oder eine CD, ein Teller oder vielleicht eine Stanzform, die dann halt gerade passt. Und das hast du dann mit der Schablone nicht mehr. Genau, das ist die große Kissenschachtel, aber heute geht es nur um diese kleine Kissenschachtel. Und ja, wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Für die Halloween-Verpackung benötigst du ein Stückchen Designerpapier. Ich habe jetzt die kleinen Papiere genommen im Maß 15,2 x 15,2 und damit standst du dir einmal diese Kissenschachtel aus. Das habe ich aber schon gemacht. Dann sieht das Ganze einmal so aus. Und wie ich ja schon erwähnt habe, hat die auch schon die Falzlinien vorgefertigt und das habe ich mir dann auch schon mal hier nachgefalzt. Und schließen tut sie sich so, indem man das vordere Stück über das mittlere Stück drüber legt. Also so. Ja, genau. Was jetzt hier noch fehlt, sind einmal die Löcher, weil ich möchte das hier vorne mit einem Geschenkband verschließen. Und dazu benötigst du jetzt noch mal eine Stanzmaschine und die Stanzform, also diese hier mit den Löchern. Und die lege ich mir jetzt einmal hier auf das Papier so an. Das hier oben, das ist der Deckel, lege ich die einmal so hin, dass sie ungefähr den gleichen Abstand von den Rundungen hat. Also dass sie links und rechts den gleichen Abstand hat und hier oben. Und so stanze ich das jetzt gleich mal aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt einmal die Löcher ausgestanzt. Da sind sie. Und jetzt brauchen wir natürlich noch das Gegenstück dazu, weil die Schachtel, die schließt sich ja dann so. Der Deckel kommt hier oben drüber. Also brauchen wir hier vorne auch noch mal zwei Löcher. Und dafür nehme ich mir dieselbe Stanzform noch einmal. Ich habe es jetzt einfach so gemacht, dass ich das Ganze hier einmal falte und hier einmal falte. Und dann mir die Löcher hier anzeichne. Und dann kann ich mir die Stanzform hier nochmal auflegen. So, fixiere mir das Ganze gleich und kurbel das nochmal durch die Stanzmaschine. Ein zweites Mal habe ich es jetzt durchgekurbelt und dann sollte das Ganze einmal so aussehen. Jetzt gibt es zwei Varianten, wie du diese Kissenschachtel verschließen kannst. Also entweder beziehungsweise öffnen kannst. Also entweder öffnest du sie hier vorne, so wie ich es jetzt heute mache. Du kannst das Ganze aber auch hier vorne verschließen. Da machst du halt keine Löcher rein, dass du das dann hier nur anklebst und lässt dann eine Seite offen. Ich persönlich finde es schöner, wenn man sie oben öffnen kann. Und deswegen klebe ich das jetzt hier einmal zusammen. Nee, halt, ich brauche noch einmal mein Papierfalter, weil ich werde den Deckel einmal so ein bisschen drüber ziehen, damit er so eine leichte Rundung bekommt. Und jetzt kann ich das Ganze zusammenkleben. Also ich mache jetzt hier auf der Mitte einmal Flüssigkleber hin, auf diese Rundung. Hier auch. Und klebe das Ganze hier einmal zusammen. So. Schau, dass die Rundungen schön übereinander liegen und festdrücken. Genau.
Hier werde ich auch ein altes Geschenkband nutzen. Da kannst du mal gucken, was du da so zu Hause hast. Und das fädle ich jetzt erstmal hier von innen nach außen ein. Und das andere Stück wird ebenfalls hier eingefädelt. So. Dann kann man das Ganze natürlich jetzt befüllen. Und dann werden die Bänder hier von innen nach außen eingefädelt. Das eine hierhin und das andere hier rein. Dann wird das Ganze vorsichtig verschlossen. Und dann kann man hier eine Schleife binden. So. Bisschen zurechtzupfen noch das Ganze und dann kürze ich mir das hier noch ein bisschen und dann wäre die Schachtel schon mal fertig und jetzt geht es weiter mit der Spinne und dafür benötigst du Chenildraht. Ich habe meinen aus dem Internet bei Amazon gekauft. Hier sind 25 Stück drin. Die haben eine Länge von 30 cm und sind 0,6 cm dick. Und davon brauchst du ja so 2-3 Stück davon. Und ich habe mir schon 4 Stücke einmal zurechtgeschnitten. 4 gleich lange Stücke. Die haben jetzt eine Länge von 8 cm. Und die lege ich mir jetzt einmal so übereinander oder neben. Also so dahin. Dann nehme ich die einmal in der Mitte und drehe das Ganze 2-3 Mal rum, sodass das Ganze dann so aussieht. So. Dann nimmst du einen weiteren Chenildraht und jetzt brauchst du als Hilfsmittel einen Bleistift. Und ich lege jetzt den Draht hier einmal unten drunter. Ich lasse hier oben ungefähr 7-8 cm stehen und wickel den Draht jetzt hier um den Bleistift 4 Mal, sodass hier 4 Schlaufen entstehen. Dann kannst du diese 2 Enden einmal miteinander verbinden, indem du gerade den Bleistift einmal oder 2 Mal drehst. Dann sollte das Ganze so aussehen und dann kannst du das abziehen. So. Jetzt, das ist also praktisch der Körper der Spinne, den lege ich mir jetzt einmal hier hinten dran. Und dieses kürzere Stück, also diese 8 cm, die wickele ich jetzt stramm hier einmal außen rum. Die Rundungen, die sollten praktisch so liegen, dass die Öffnung links und rechts ist. Und dasselbe mache ich auch mit diesem anderen Ende. Da wickele ich das einmal hier außen rum. Dann sieht das Ganze so aus. Das geben quasi die Fangzähne. Die können wir uns jetzt stutzen. Die mache ich hier mit einer Schere etwas kleiner. Es gibt ein bisschen Sauerei, muss ich gleich dazu sagen hier. Genau. Und jetzt spielen wir ein bisschen Friseur, weil jetzt müssen die Fangzähne noch ein bisschen spitzer zusammengehen. Also ich schneide jetzt hier praktisch das ganze schwarze Chenildzeugs. Das schneide ich hier ein bisschen ab, versuche das Ganze ein bisschen spitz hinzubekommen. So. So in etwa. Genau, und dann müssen wir nur noch die Beine ein bisschen zurechtbiegen und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich die Beine hinten einmal nach oben gebogen habe und dann hier vorne wieder in die entgegengesetzte Richtung. Und so mache ich das jetzt mit jedem einzelnen Beinchen.
Einmal hier nach oben, hier vorne in die entgegengesetzte Richtung. Und da das Zeug so ein bisschen fusselt, schneide ich dann hier an den Enden nochmal so das Gefusselte so ein bisschen weg. Stutz die Haare. Genau, und dann wäre auch schon die Spinne fertig. Geht ziemlich schnell, oder? Genau, ich mache jetzt mal ganz kurz hier sauber. So, Tisch ist wieder sauber. Und jetzt kann ich die Schachtel nehmen und kann das Ganze hier einmal draufkleben. Und dazu nehme ich einfach nur einen Klebepunkt. Den mache ich einmal hinten drauf auf die Spinne. So. Und dann setze ich mir die dahin, wo sie mir gefällt, hier unten zum Beispiel, und dann wäre die Verpackung fertig. Genau. Ja, ich hoffe, dir hat meine Idee gefallen. Wenn ja, lass mir gerne einen Daumen nach oben da oder abonniere mich. Und wie gesagt, wenn du dich dafür interessieren solltest, wie man eine Schablone für eine große Pillowbox anfertigt, schreib mir gerne in die Kommentare. Und ja, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche dir nun viel Spaß beim Nachbasteln und ich sage tschüss, bis bald, deine Mona.